Ja, Wasser oder Woi, heute von Meckenheim vom Mittelaltermarkt. Meckenheim feiert sein Ortsjubiläum, 1250 Jahre. Und was trinkt man in Meckenheim? Natürlich ein Woi. Ne? Ja, und Mittelalter heißt natürlich auch mittelalterliche Musik. Und zwar von der Gruppe Spielwahn. Ja, Nico, was spielst du denn für Instrument? Ich spiele als Hauptinstrument den Marktsack, den mittelalterlichen Marktsack in G-Dur A-Moll. Der ist aber kein historisches Instrument, historisch nachempfunden, so ein bisschen. Ja, ja, wir kommen drauf, Mittelalter Marktsack. Dudelsäcke gibt es ganz verschiedene und gab es in ganz Europa. Ne? Ja. Also mich erinnert daran, in Schottland gibt es natürlich immer noch Dudelsäcke. Ne? Ja, die Great Highland Bagpipes, die spiele ich auch, ja. Ah ja, also richtige Mittelalter, richtige schottische Musik dann auch, ne? Ja, also. Ja. Ja, also die Great Highland Bagpipe, die ist ja bei den Schotten durch die Militärmusik sehr erhalten geblieben, also in der Kultur. Eine andere Dudelsäcke gibt es natürlich auch, Frankreich, ja. Erinnere ich mich, die Cornemuse, ja, ein sehr neuer Dudelsack, sag ich jetzt mal, ne? Mit dem man mit allen möglichen Tonarten spielen kann, überblasen kann. Kann man die Mittelalter-Dudelsäcke auch überblasen? Eigentlich nicht. Wir haben 9 volle Töne und 1-2 Halbtöne noch. Ja. Was gehört denn zu eurem Instrumentarium noch dazu? Ja, ein Schlagwerk, das steht jetzt draußen vor dem Zelt. Dann noch eine Basstrommel, eine Davul mit einer Bass- und einer Peitschenseite. Dann da die Drehleier und eine Zister. Die ist aber im Moment, sind die beiden noch nicht so richtig im Programm drin. Die wollen wir jetzt für nächstes Jahr mit reinnehmen ins Programm mit Verstärkung, weil sonst kommt das gegen die Dudelsäcke, kommen die beiden nicht an. Ja, wie kommt man denn eigentlich zur mittelalterlichen Marktmusik? Also bei mir war es durch die Band In Extremo. Also ich habe die irgendwann mit 15, 16 die Mittelalter-Rockmusik entdeckt. Und ja, da habe ich so Bands wie In Extremo, Schelmisch und Ragnarök, Saltatio Mortis, so, also Zappa Toselli, so Sachen gehört. Und da hast du Lust bekommen, auch Dudelsack zu spielen dann? Ja, so war es eigentlich auch bei den anderen im Hintergrund. Wenn man nachher noch, ist denn schwer, Dudelsack zu spielen? Ja, von der Griffweise sind die eigentlich wie eine Blockflöte, deutsche offene Griffweise. Man muss halt die Töne, kann man nicht durch Luftunterbrechung trennen, sondern die Töne muss man ja und mit den Fingern muss man die Töne trennen, die
Man spielt dann einen anderen Ton für den eigentlichen Ton zu trennen. Ja, und das ist die Kunst, insbesondere natürlich beim schottischen Dudelsack, so habe ich mir sagen lassen. Ja, ne? Ja, und wie sieht es denn aus mit der Luft, die da geblasen wird? Ist es schwer? Muss man da viel Druck drauf geben? Ja, man muss sich die ersten Monate natürlich schon eine Kondition aufbauen. Also jemand, der nie irgendwie ein Blasinstrument gespielt hat, wenn der einen Dudelsack in die Hand bekommt, der kriegt da eine Sekunde einen Ton raus und dann ist Atemnot angesagt, ja. Also ich habe Klavier und Keyboard gespielt so und Blockflöte. Also was ganz anderes, ne? Ja. Ja, und wie kommt er zu der Gruppe dann natürlich? Ihr spielt im Ensemble, ne? Also das war, ich hatte halt die Musik immer gern gehört, hab dann in Trier mal mich umgeguckt. Gibt es hier irgendjemand, also wir kommen ja aus Trier, und gibt es hier irgendjemanden, der einem da ein bisschen was zeigen kann? Und da habe ich ihn halt getroffen auf einer Party in Trier. Ja, den Manuel. Das war der Erste, der dazu kam. Ja. Und wie kommt der die ganze Mal? Wie viel seid ihr denn überhaupt? Im Moment 5. Wir sind jetzt dieses Wochenende nur zu viert hier, aber eigentlich sind wir 5. Mhm. Ja. Und wie sind da die Parts eingeteilt? Also ich habe gesehen, draußen steht das Schlagwerk, ne? Ja. Und dann du spielst Dudelsack. Und ja, die anderen beiden hier, Manuel und Marvin, spielen auch Dudelsack. Wir spielen dann mal zweistimmig oder jemand nimmt eine Tief-D-Schalmei dabei oder einen Tief-D-Dudelsack, die stehen ja auch da in der Ecke. Oder eine Hoch-E-Schalmei, so als Quintinstrument, tiefe und hohe Quinte. Und oder wir spielen halt auf den Markt, auf den normalen A-Säcken halt verschiedene Stimmen. Ja. Und wo stammen eigentlich die Melodien her? Die Notenschrift, die, glaube ich, die sei im Mittelalter erfunden worden, ne? Ja, aber damit ist es nicht allein getan. Die Melodien, die sind teilweise Carmina Burana, dann Walter von der Vogelweide haben wir auch, ja, Palästina, das kennt ja jeder eigentlich. Der ist Mittelaltermusik liebt, muss man so sagen. Ja. Und eigene Melodien auch, haben wir auch jetzt mittlerweile 6-7 Stück dabei. Und teilweise dichten wir andere Melodien dann einfach um, so dass sie uns passen, für uns oder auf unsere Instrumente passen. Ja, du spielst auch Dudelsack? Ja, richtig. Wie kamst du denn dazu? Durch meinen Kumpel, den Nico. Wir haben uns beide schon früher für die Musik interessiert und irgendwann hat es mich auch gepackt und da haben wir uns zusammen dieses Instrument gekauft. Ja, ich spiele Dudelsack und ab nächstem Jahr dann auch die Drehleier, sobald wir die ins Programm aufnehmen können. Kann die Drehleier denn konkurrieren mit den Dudelsäcken von der Lautstärke her? Definitiv nicht. Auf gar keinen Fall. Die Dudelsäcke, die haben eine Lautstärke zwischen 110 und 120 Dezibel. Die Drehleier ist dann eher sowas für im Haus, also Zimmerlautstärke. Ein bisschen lauter vielleicht, aber mit den Dudelsäcken kann sie auf gar keinen Fall mithalten. Das heißt, sie wollen dann mit dem Verstärker einbinden? Genau. Ja, ich bin der Trommler, also spiele dann genauer die Davul oder auch, wir haben ein Mittelalter-Schlagzeug gebaut, was wir auf einen Wagen gebaut haben, damit wir auch mobil sind, weil wir spielen meistens Walking-Acte. Das heißt, wir suchen uns halt auf dem Markt einen Platz, wo es gut passt, und dadurch, dass unser Schlagzeug auf einem Wagen steht, können wir dann auch überall spielen, wie wir wollen. Noch? Ja, ich habe auch eine Punkband, aber tatsächlich war hier die Band meine erste Band. Wir hatten als Mittelalter-Rockband angefangen und dann hatte ich am Anfang Schlagzeug gespielt, aber aus Besatzungsproblemen haben wir uns dann irgendwann auf Marktmusik fokussiert.